Eisern waren schon damals mein Wille und meine Disziplin. Wer seine Pflichten nicht seinem Vergnügen vorzieht, der taugt zu nichts. Vater blieb lange weg, im Jahr 1632. Er fehlte mir. Weiß ich doch, dass ich bis zum 6. Geburtstag die wichtigsten Fächer, vor allem die Rhetorik, zu beherrschen habe. Gelte ich doch ab dem 6. Geburtstag so gut wie erwachsen und habe dann jeden zweiten Tag 2 Unterrichtsstunden lang im Reichstag zu sitzen, was mir doch leicht fallen soll. Ich tue das alles mit der größten Liebe, mit der ich Sie, geliebter Vater, erwarte. Und ich wartete auf meinen Vater. Ich spürte, dass er nicht zurückkäme. Keiner sprach mit mir. Die offiziellen Festivitäten zu meinem 6. Geburtstag wurden verschoben. Bleierne Stille lag über dem Schloss und über allen schon angereisten Gästen. Meister Sven, wann kommt Vater zurück? Am 16. November 1632 fiel mein Vater, der große Feldherr Gustav II. Adolf von Schweden, in Lützen. Graf Axel von Uxenstierna wird mein Vormund und erster Minister. Mein Stundenplan war voll, der Krieg ging weiter, der Leichnam meines Vaters ließ auf sich warten. Nach meinen Gefühlen fragte keiner. Die Tage des Jahres 1633 reihen sich ganz ruhig aneinander. Vater ist tot. Und draußen, in der Natur, läuft alles unbekümmert weiter. Jetzt beginnt bald die Jahreszeit voll Licht. Es gibt nichts zu berichten.